Die Stadt Stralen liegt an der niederländischen Grenze bei Venlo. Ältester archäologischer Nachweis für den Stadtkern ist eine steinerne Saalkirche aus dem 10. Jahrhundert. Stralen hat einen historischen Stadtkern, liebevoll sanierte Häuser und imposante Kirchen. Die Innenstadt mit ihren Fachgeschäften lädt ebenfalls zu einem Einkaufsbummel ein. Wanderungen, Walken, Skaten oder auch Paddeltouren auf der Niers sind in Stralen besonders beliebt. Das ist Erholung pur in der deutsch-niederländischen Region. Jährlich wird das Stralener Blumenmädchen bekannt gegeben, das die Stadt auf offiziellen Auftritten präsentiert. Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Ferienwohnungen sind im Ort vorhanden. Bekannt ist auch der Frühlingsblumenmarkt in Stralen. Im Sommer ist der Marktplatz eine beliebte Station der Radfahrer, um hier eine Pause einzulegen. Alles im grünen Bereich. So lautet das Motto der Stadt Stralen heute. Stralen hat 300 Kilometer an Radwegen zu bieten, inklusive zahlreicher E-Bike-Ladestationen. Von der Wittener Künstlerin Christel Lechner wurden die sogenannten Alltagsmenschen 2019 offiziell enthüllt. Jede einzelne Figur steht für etwas Typisches in Stralen und trägt einen eigenen Namen. Der Marktbrunnen stammt von Bonifatius Stirnberg aus Aachen. Die Figuren können verstellt und bewegt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.